Hey meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich echt, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hatte ja im letzten Primark Haul auch erwähnt, dass es einen zweiten geben wird. Und den seht ihr heute. Es gibt heute einen Home Primark Haul. Und zwar habe ich mir einige Dinge fürs Bad gekauft, unter anderem. Aber was genau, werde ich euch jetzt in diesem neuen Video von mir zeigen. Fangen wir mal an mit diesem Nachthemd. Ich fand das total süß und deswegen habe ich es mir auch gekauft. Morgens mit so einem verträumten Nachthemd im Bett zu sitzen, finde ich immer total süß. Und deswegen, als ich es gesehen habe, muss ich es mir mitnehmen. Ich finde das Emblem auch so süß. Da steht Love to Lounge drauf. Und auf der Tasche steht auch nochmal Love drauf mit einem Herz am Ende. Und das Ganze auch in rosa. Die Arme sind auch hier gerafft und haben dann hier auch ein Bändchen, was mit einem Knöpfchen verbunden ist. Und um das Ganze dann auch zu raffen. Und das finde ich total süß. Ich hatte das eben an und ich fand es total niedlich. Und ich glaube, mein Freund wird sich darüber besonders freuen, dass ich mir das mitgebracht habe. Das Ganze hat gekostet 10 Euro und naja, dafür muss ich sagen, kann man sich sowas doch mal gönnen. Als nächstes habe ich mir von Primark Home diesen Korb gekauft aus Roségold. Und ich fand den direkt so toll, dass ich mir zwei davon gegönnt habe. Die werde ich jetzt irgendwo im Bad hinstellen und werde da meine ganzen Produkte mit einräumen und gucken, dass das Ganze ein bisschen ordentlicher wird. Ich finde, so hat man auch eine optimale Übersicht über das, was man hat. Und es ist eben zentral in einem Körbchen und ja, man kann sich das eben auch ganz gut aufteilen. Und das Ganze hat gekostet 4 Euro. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein super Primark Home-Produkt. Der nächste Artikel, den ich mir gekauft habe, kommt euch jetzt garantiert bekannt vor, ist aber schon etwas unterschiedlich. Und zwar ist das der kleine Korb. Und das hier ist der größere, in dem man natürlich auch dann größere Sachen reinstellen kann, die mehr Halt oder auch mehr Platz benötigen. Und dieser große Korb hat nur 6 Euro gekostet. Aber mein absolutes Lieblingsteil, das ich mir jetzt heute gegönnt habe, und ich bin so froh, ups, da zeige ich es schon, dass ich es habe, ist diese Kerze. Und zwar ist das die Tahitian Vanilla Candle. Und die riecht super, super schön nach Vanille. Ich mag Vanille eigentlich überhaupt nicht, aber in dem Fall konnte ich nicht widerstehen. Die ist einfach richtig süß und dann auch noch total... Ich krieg gerade einen Anruf. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, wir machen direkt weiter. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Doch. Aber konnte ich jetzt nicht so sagen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Auf jeden Fall riecht die mega lecker. Und allein das Design, allein dieser Kaktus, der hier... Sieht man das überhaupt? Allein dieser Kaktus, den finde ich total süß gemacht. Und dann auch noch von außen diese Sternchen in Gold. Gold ist ja meine absolute Lieblingsfarbe. Und dann diese Kakteen und total süß. Und diese Candle hat nur 3 Euro gekostet. Und ich hätte mir fast 2 mitgebracht. Aber ich habe gedacht, probiere sie erstmal aus. Nachkaufen kannst du ja immer noch. Und ja, das ist mein absoluter Lieblingskauf heute. Und ich freue mich sehr, sie bald mal anmachen zu können. Dann habe ich mir noch eine neue Glasses Case, ein neues Glasses Case gekauft in so einem glänzenden Rosé, damit ich meine Sonnenbrille mal unterbringen kann, denn bis jetzt lag sie immer nur da und bevor da irgendwas drankommt, habe ich mir gedacht, hole ich mir doch mal so eine stylische
Glasses Case. Und ja, was soll man dazu sagen? Ist halt eine Glasses Case. Für 3 Euro übrigens. Als nächstes und ein absoluter mit der Kerze Lieblingskauf ist diese Kosmetiktasche, diese Bag. Ich finde sie einfach nur so, so schön. Alles, was weiß gestreift ist, also weiß-schwarz gestreift, liebe ich. Und dazu auch noch etwas Gold. Roségold ist das auch. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Auch diese Reißverschlüsse fand ich so, so schön. Und ich werde bestimmt eine Menge Zeug finden, das ich wieder unterbringen kann. Und deswegen ist es einfach eine mega, mega, mega Tasche für mich und passt absolut zu mir und zu meinem Style. Und deswegen musste die auf jeden Fall mit. Die hat gekostet, dreimal dürft ihr raten, 5 Euro. Und ja, in der passt echt eine Menge rein. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem allerletzten Haul für die nächste Zeit, weil ich glaube nicht, dass ich so schnell noch mal nach Primark kommen werde. Obwohl der echt nicht weit weg ist, werde ich dort sonst tot und tot kaufen, weil es immer wieder so tolle Sachen da gibt. Ja, und ich habe die Sachen immer noch in der Hand. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dieser Primark Home Haul euch gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und natürlich nicht vergessen, den Abonnier-Button zu drücken, wenn ihr mich weiterhin sehen wollt. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten drückt ihn, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir und vergesst die Glocke nicht. Die ist ganz, ganz wichtig. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachkaufen von den ganzen Artikeln und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.